Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Let's Play The Firefighting Simulator The Squad. Ja, ich habe gerade einen kleinen Fail begangen. Ich habe nicht auf Aufnehmen gedrückt. So, habe die Mission fast zu Ende gehabt. Musste nur noch zwei, drei Feuer löschen. Da habe ich gesehen, Moment, ich nehme ja gar nicht auf. Wieso nehme ich nicht auf? Wieso nicht? Was? Hä? Wer hat das denn? Ich habe doch... naja. Ja. Na egal, machen wir sie nochmal. Ist auch kein Problem. Wir werden das Fahrzeug mitnehmen. Das andere, das ist tatsächlich doch nicht so relevant. Ich habe nämlich zuerst die Viper dabei gehabt, also das die Drehleiter. Oder die kleine Drehleiter in dem Falle. Ja. Mensch. Ich habe so viel Schnittarbeit heute vor mir. Ach, guck mal, jetzt fährt der andere die Viper. Ist auch in Ordnung. Ich habe jetzt so viel Schnittarbeit vor mir. Ja, ich habe 5 Folgen heute Vormittag von ATS aufgenommen. Und jetzt quasi nochmal so 5, 6, vielleicht auch 7 Folgen von Firefighting the Squad. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch richtig Lust da drauf, ne? Also, das war knapp. Ich habe auch richtig Lust hier drauf, dieses Game zu zocken. Tja, ist manchmal so. So, wir wollen hier möglichst effektiv arbeiten. Das heißt, wir bremsen nicht außer in den Kurven. Sonst geht das sehr schnell sehr schief. Also hier bremse ich jetzt nicht, weil das jetzt extra fürs schnelle Fahren ausgelegt ist, die Kurve. Dann habe ich gerade so ein schönes Überholmanöver gemacht. So, weißt du, er ist rechts gefahren, ich links, ich vorbei an ihm. Das war schön. 3 Victims inside. Jo. So. Ich habe zwar gerade plus 2 gesehen, aber okay. Dann ist es vielleicht doch gut, dass ich es nicht aufgenommen habe. Das wäre ja fehlerhaft gewesen. So. Wunderschön. Wenn die da noch kommt, weißt du, bin ich hier schon mit meinem Fahrzeug unterwegs. Eins könnte ich aber sagen. Ich glaube, im Falle des Falles, also im Falle, dass es brennt oder so, sind hier schon ein paar mehr Fahrzeuge unterwegs dann. Ja. Also nicht nur diese zwei hier. Gerade bei dem Lagerfeuerbrand, Lagerhallenbrand. Das kriegen wir doch locker flockig hier hin. On a 360 check, a shelving unit is collapsed. On a 360 check, the fires are rapidly spreading. Yes, sir. Supply lines ready to go, boss. Sehr schön. So. Something inside is blocking the door at the front of the building. Command, I found a survivor. I'm on. So, wo ist der dritte? Komisch. Naja, werden wir uns erstmal einen Schlauch holen. Weil ich habe absolut keine Ahnung, wo der dritte sein soll. So. Achso, wir müssen noch den Strom abstellen gehen. Ja, das muss man natürlich auch noch machen. Kriegen wir auch hin. So, gucken wir mal, wo haben wir denn hier Strom? So, dann haben wir erstmal... Ach, hier drinnen wird bestimmt irgendwo der Strom sein. Der Stromkasten, was ist das denn?
So. Hier explodiert irgendwas. Okay, das ist jetzt nicht so schön. Ach! Ich glaube, ich habe da wen gefunden. Ja, lol, im Ernst? Ja, und du machst nichts, wa? Anstatt mal Feuer zu löschen oder sowas, oder dir zumindest mal einen Schlauch zu holen, oder mir zu helfen, die blöde Sache da abzubrennen, nicht abzubrennen, eher aufzumachen, ne? Nö, machst du nichts, stehst nur da und guckst zu, wie das Haus hier abbrennt. Na, ist ja auch nett. Okay. So, komm mit. Ach, guck mal, hier hat es auch schon gebrannt. Tja, wir haben das Feuer komplett unter Kontrolle. So. Boah, das sieht aber schon krass aus, ne? Wenn der Rauch jetzt hiervon noch ein bisschen höher steigen würde und das hier auch ein bisschen mehr wäre, dann wäre es der Hammer. So, alle Feuer löschen. Ja, logisch. Na dann, putten wir das Feuer jetzt aus. Okay, das macht alles komische Geräusche hier. Ach so, natürlich, wenn das Wasser verdampft, weil das halt hier ja natürlich auch relativ heiß ist, ne? Dann, ja. So, schön löschen. So. Löschen macht so viel Spaß. So. Ist natürlich jetzt schon ein relativer Großbrand, wenn man das so sieht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass am Anfang halt eben so viel explodiert ist hier. Ja. So, die Frage ist aber nur, das ist zwar alles schön und gut hier, aber wo zum Teufel? Ach, hier ist ein Regal. Ach, das meint die mit Regal ist umgestürzt. Ah, anders als ein Problem. So. Warum? Was ist... Ja, dann lösch mal das Feuer, bitte. Wir haben hier nämlich sonst ein little problem. So. So. Boah. Also der Rauch hier drin sieht schon ganz cool aus, ne? Muss man einfach so sagen. Aber ich habe noch nicht diesen blöden Sicherungskasten gefunden. Ach, die kann man gar nicht zerstören. Hey. Die Frage ist natürlich wirklich, wo haben wir hier... Oh, hab den Sicherungskasten gefunden.
Oder auch nicht. So. Immer schön den Rauch rauslassen, das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig. Denn ohne dass der Rauch rauskommt, macht das halt eben auch keinen Sinn, ne? So. So. So, wunderbar. Oh Gott, Hilfe. Der ist ja doch nicht hier. Wieso ist der nicht hier? Wieso muss ich denn das jetzt... Wieso muss ich denn das jetzt löschen hier? Und mich vor allen Dingen in Lebensgefahr bringen. Weil dieses schöne Regal hier umgefallen ist. Ach du grüne Neune, was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, es brennt hier drin irgendwie. Ganz leicht. So. Aber wie gesagt, auch nur ganz leicht. Also ich weiß nicht. Könnte auch nur Einbildung sein, dass es brennt oder so. So. Ich kann nicht alles löschen hiervon. Das ist ja auch sehr interessant auf jeden Fall. Du sollst nicht hier durchlöschen, sondern am besten das Feuer hier löschen. Was habe ich denn hier für ein Team, ey, echt? Das hört aber auch nicht auf zu brennen. So, hier ist es. Ach, bestimmt, weil das Regal umgefallen ist. Weil der Gabelstapelfahrer hier dagegen gefahren ist. Bestimmt genau deswegen hat das hier angefangen zu brennen. Kann da quasi gar keinen anderen Grund haben. Wow. Krass. Ist schon... nicht schlecht, muss ich sagen. Also so insgesamt ist das mega cool. Finde ich. Ja, also kann jeder auch anders sehen. Aber hier hätte man halt insgesamt tatsächlich auch mehr Kräfte gebraucht. Ich weiß nicht. Würde für mich zumindest Sinn machen. Aber naja, gut. Ja, das war dann eine neue Folge von Let's Play Firefighting Simulator. Jetzt musste ich wirklich überlegen, wie das Spiel heißt. Ja, ich werde es jetzt schneiden, rendern, die erste Folge hoffentlich heute noch hochladen. Und ja, wir sehen uns dann, ich würde sagen, morgen in aller Frische in einem Stream wieder. Beziehungsweise, wenn die Folge hier rauskommt. Ich weiß gar nicht, wann die rauskommt. Ich kann es jetzt echt nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich die Folgen abwechseln werde, mit was ich die Folgen abwechseln werde, ob ich da vielleicht die Abwechslung mit Wreckfest erstmal reinbringe. Ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen. Ja, die Entscheidung kommt bald, glaube ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Labiton X. Ciao mit V. Hä? Hmm.
Dachte, mein Kater reagiert darauf, deswegen. Er guckt aber beschämt weg. Ich verstehe wieso. Naja, ciao.